Yo Leute, ich bin's mit Ali und wir spielen Earthbound Zero und ich bin der Magic Hand, weil ich mir einige Sachen gekauft habe. Und ich habe auch offscreen ein bisschen gelevelt. Ich weiß, einige finden das sicher komisch, aber im Ernst, Leute. Wollte ich mich wirklich grinden sehen? Bei den gleichen Gegnern immer und immer wieder? Das ist langweilig. Und es geht doch hauptsächlich um die Handlung, oder? Naja, wie auch sei. Okay, Anna ist jetzt Level 16, Leute ist Level 20 und Ninten ist schon so hoch, da könnt ihr theoretisch schon den Endboss bekämpfen. Naja, wie auch sei. Okay, und ihr seht, ich habe über 500 Dollar. Das heißt, ich habe mir noch was gekauft, wie bereits erwähnt. Und zwar besitzt jedes Partymitglied ein Magic Coin und ein Gold Ring. Das sind die Twist- und Equip-Sachen, die man sich in Magic Hand kaufen kann. Das heißt, ich bin jetzt ziemlich im Bar. Und um euch meine Macht, um meine unglaubliche Macht zu demonstrieren, werde ich jetzt nach Snowman reisen und gegen Silverwölfe kämpfen. Also bis gleich. Okay, ich befinde mich wieder in Snowman und wie ihr seht, hier Silverwölfe. Holy shit. Die Silverwölfe sehen genauso aus wie die Lohnwölfe, sind schwächer, greifen aber immer zu mehr an, während der Lohnwolf, wie der Name schon sagt, immer allein angreift. So, ich werde nun unsere Defensive erhöhen, denn ich bin nun im Besitz von Defense Up Better. Genau, das bezieht sich auf die gesamte Party und Lloyd, für den habe ich einige Items gekauft, unter anderem den Laser Beam und den Plasma Beam. Der Plasma Beam zieht zwar mehr ab, aber ich benutze Laser! He's firing his Laser! Und Anna, ja, die hat auch einiges dazugelernt, sage ich mal. Unter anderem, ja, ihr seht schon. PK Freeze better, PK Thunder better und das werde ich jetzt auch einsetzen. So, Defense up! Die Defensive steigt um 115, bei Lloyd um 73 und bei Anna um 75. Und er beißt Lloyd und wie viel Schaden macht er uns? Ein! Ach, wie süß! Ja, wie ihr seht, habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit denen. So, ja, ist gut. Los. Darf ich jetzt mal anfangen? Laser! It's firing his laser! Okay, 33. Das ist ja nicht so wenig. Und er probiert PK Thunder und macht ihm 61 Schaden. Das ist ziemlich viel. So, Leute, du machst weiter mit... Ja, du greifst regulär an und du greifst nochmal mit PK Thunder an. Den vierten Wolf. Attack, Ninten! Und wir machen ihm 73 Schaden und der erste lebt immer noch. Okay, das war jetzt eine doofe Auswahl meinerseits. So, also eine doofe Angriffsauswahl. Ja, dürfte ich jetzt bitte drankommen? Bitte? Hallo, ihr macht mir doch eh keinen Schaden, das bringt doch nichts. So, jetzt töte ihn. Kill him! Gott, wir bringen wilde Wölfe um. So eine Tierschänder. Okay, fight, fight, fight for your glory! Und du benutzt jetzt was anderes, du probierst jetzt mal mit PK Freeze. Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Ich glaube zwar nicht, dass es mehr abzieht, aber man kann es ja mal probieren. Hier mit Anna. Wow. Sie machen uns einen Schaden. Ich habe ja solche Angst. So, und wir machen ihm 19 Schaden mit PK Freeze. Besser, na gut. Das bringt jetzt nicht wirklich viel. So, und wir beenden dies mit einem Schlag von Ninten. Bam! Was... Hey, darfst nicht ausweichen. Ja gut, dann beenden wir dies mit einem Schlag von Lloyd. Oder auch nicht. Dann mit einem Schlag von Anna und wir machen ihm einen Schaden, wenn wir mit Anna regulär angreifen. Aber hey, sie ist unsere PSI-Schlampe. Also nicht im Sinn von, sie ist eine Schlampe, sondern unsere PSI-Schlampe. Ach, vergesst es. So, okay. Und Anna levelt. Awesome. Fight has increased by 1. Speed has increased by 1. Wisdom has increased by 4. Strength has increased by 2. Force has increased by 4. Maximum HP has increased by 5. And PP has increased by 8. Awesome. So, wir begeben uns wieder nach Reindeer. Bis gleich. Yo, Dudes. Wir sind wieder in Reindeer, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich werde euch die Stadt jetzt nicht großartig zeigen, denn ich war offscreen hier und ich muss sagen, es sieht genauso aus wie Podunk. Jetzt abgesehen davon, dass jeder Bürger anscheinend einen gottverdammten Hund hat. Ich meine, seht euch das an. Überall sind Hundehütten. Überall! Da oben und da oben und da unten und boah, sie sind überall! Überall! Man kann ihnen nicht entkommen. Naja, wie dem auch sei, okay. Also, das hier ist, warte mal, ich glaube, ich werde angeschrieben. Antivirus, unser Lieblingsprogramm. Ich glaube, viele haben das Syndrom, dass sie Antivirus haben, aber es nicht wirklich löschen wollen, obwohl es sie nervt. I love life in the city. Big city life. I like so great and cute dresses. So süß sieht sie gar nicht aus. Paula ist viel... Paula sag ich schon. Anna ist viel süßer. This town has become dangerous. But it's still a much better place than L.A. Dangerous? Ja, wegen den ganzen Hunden hier. Ich meine, selbst hier sind Hundehütten. Und wer ist bitte schön der Besitzer von dir?
Oder hat dieses Gebäude, oder besser gesagt, der Besitzer zwei, ach egal. Have you seen the woman with the big belly? Ja, Anna. Nein, Scherz, Anna, das war nur ein Scherz. Ja, okay, wie dem auch sei. Wir begeben uns jetzt nach Spokane. Nein, nicht Cocaine oder CK, nach Spokane. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal zum Bahnhof. Yay! Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Spiel. Ich weiß, anfangs wollte ich es gar nicht spielen, weil ich fand es ziemlich nervig, dass man ständig von Gegnern angegriffen wurde, die man nicht sehen kann. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Obwohl mir ehrlich gesagt ein Item fehlt, wie bei Pokémon, dass man einfach nicht angegriffen wird für eine gewisse Zeit. Junge, dann denke du leid. Auf nach Spokane! So, und die Zugfahrt werde ich schneiden, die kennt ihr ja. Also bis gleich. Okay, ich befinde mich am Bahnhof von Spokane und jetzt seht euch das an. Alles voller Müll. Und wir werden mitten in der Stadt angegriffen. Alles voller Müll und verlassen. Hier sind nur noch Gegner. So, lasst mich in Ruhe. Seid froh, dass ihr mich... Wow, Anna hat eine neue PSC-Kraft kennengelernt, indem wir abgehauen sind. Interessant. Die Spawn-Rate der Gegner in diesem Gebiet ist ziemlich hoch, wie es scheint. Spokane ist jetzt schon mein bester Freund, wie ihr seht. Komm ich hier irgendwann weg? Sorry, muss so kurz Pedobär verprügeln. Wow, ich wurde schon 5 Sekunden, 6 Sekunden nicht angegriffen. Oh. 3, 2, 1. Das war ziemlich gut abgeschätzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe falsch. Naja, vielleicht gibt es noch einen südlichen Teil der Stadt. Okay, hier sind die Gleisen. Und holla, da ist der südliche Teil. Awesome. So, ich verstecke mich hier kurz und gehe wieder raus. In der Hoffnung, dass mich keine weiteren Gegner angreifen. Mist. So, jetzt was ganz Interessantes. Das hier ist ein Hotel, wie ihr seht. Ihr geht rein und... Spooky Music. Spooky in Spokane. Und der Kerl sieht mir auch nicht gut aus. Welcome. $80 for a night. $18? So wenig? Care to stay? Ja, klar. Sleep time. Don't let the bad bugs bite. Okay, und sobald ihr aufwacht... Ein Kampf. Mit einem... Starman! Und diesmal kein Starman Junior, sondern ein normaler Starman. Und ehrlich gesagt, so stark ist er gar nicht. Smash! Und er ist tot. Und ich dachte anfangs, das wäre ein Bosskampf. Okay. Es geht weiter und... Diesmal begeben wir uns nach Osten. Denn ich glaube hier... Genau, hier verstecken sich die Bewohner von Spokane. So, was sagen sie? Halt! The streets are filled with monsters. The people have run away. Na komm, run, no, run, no, run away. What do you want? Dein Leben retten? Was ist mit dir? I don't like the little rosemary girl. The little rosemary girl? Okay, ich hoffe, wir schaffen... Weird Talk, mit dir rede ich. Oh, you're such a charming boy. Just looking at you makes me feel so confident. I'm sure you'll bring that house into control. Here's the gateway. Haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen? Moment. Moment mal! Ja, yep, haben wir. Okay. So, wir begeben uns in eine Villa. In eine düstere Villa. Und dort befindet sich auch schon die nächste Melodie, die wir uns abholen. Und ich hoffe, ich gehe richtig. Ja, yep, da ist es. Okay, Leute, seht mal. Das ist gerade mal ein Abstand von 5 Metern. Und ich wurde bis dahin von 2 verschiedenen Gegnern angegriffen. Oh, Mann. Oh, oh, die rote Schlange. Okay. Die darf euch auf keinen Fall entkommen, denn... Die gibt euch Tonnen von Experience und die versucht ständig wegzurennen. Aus diesem Grund setzt eure stärksten Attacken ein. Anna, boah, probieren wir mal Pika Fire aus. Ha, okay, sie konnte nicht wegrennen und Smash! Komm, stirb so schnell es geht. Wir wollen deine Experience. Plasma Beam und bitte stirb. Yes! Achtet mal auf die Experience. Bam! Wir sind zwar nicht gelevelt, aber trotzdem hat sich das gelohnt, finde ich. Okay, links oder rechts? Ich weiß es nicht. Ich glaube, rechts. Immer im Rechtsweg. Das war jetzt nicht so gemeint. You're dead! Okay, ach, hier wären wir auch schon. Okay. Die Leute, dass man immer alles selber machen muss. Ghost Key! Einsetzen! So. Und diese Dungeon ist gefährlich. Und verdammt groß. Bionic Bad. Ja, diese Gegner kommen auf eine andere Art und Weise auch schon in Mother 3 vor. Wie kämpfe ich denn am besten? Also, Anna setzt auf jeden Fall PK Fire ein.
glaube zumindest, dass es das Beste ist. Jack! You're dead! Ja, das ging schnell. Cry for help. Oh, da kommt aber niemand. Tut mir aber sehr leid für dich. Nicht? Wir machen ihm nur 19 Schaden, wie Fire. Das bringt ja gar nichts. Und sie sind tot! So, und wir reden mal mit der Maus. I'm just an ordinary mouse, the room with the piano. So, das Piano, ich glaube, wir müssen hier lang. Ich weiß nicht. Ach, verdammt! Wer oder was greift mich jetzt an? You again? You again? Jetzt aber nicht vier von euch, oder? Ach, es sind nur zwei. Okay, sie haben Anna in einen Stein verwandelt. Anna, du rockst! Drum, so, zum Glück kann ich sie heilen. Glaube ich zumindest. Komm schon. Yeah! Sie ist soft geworden. Haha, du bist soft. You'll never make it. Ha! That's what she said. Okay, wir gehen jetzt unten lang. Jetzt wieder oben. Und runter! Ein Geschenk. It was empty. Ja, toll. Da haben die ein leeres Geschenk platziert. Macht ja viel Sinn. Und Geister aus dem Friedhof. Ich weiß, was sich der Entwickler dabei gedacht hat. Hier platziere ich ein leeres Geschenk. Und dann guckt er rein und dann ist es leer. Turn back. Oh, sind wir hier bei Backward Masking? No? Das Piano, woohoo, ey! Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Dungeon in der japanischen Version noch größer sein soll. Naja, allgemein soll die japanische Version schlimmer gewesen sein. Check. Und damit hätten wir die vierte Melodie. Wir haben das Spiel zur Hälfte durch. Yes! Und einmal Check mit der Ocarina. Take a melody, simple as can be. Give it some words and sweet harmony. Race. Oh, jetzt hätte ich fast weiter gesungen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier Schluss. Bis zum nächsten Mal bei Mother. Tschüss.